Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Bei mir dreht sich alles um familientaugliche Fahrzeuge, Fahrzeuge, die ihr euch da draußen privat zulegen wollt und könnt. Und da habe ich euch durchaus schon sehr attraktive Modelle vorgestellt, einen Hochdachkombi, einen normalen Kombi oder aber Großraumlimousinen. Um eine solche soll sich's heute drehen, und zwar einen echten Geheimtipp, wie ich persönlich finde. Und welcher das ist, das seht ihr jetzt mit dem Mercedes-Benz Vito Tourer. Mercedes-Benz als Geheimtipp? Das werden viele erst einmal ein bisschen skeptisch schauen, aber dem wollen wir heute einmal genauer auf den Grund gehen, warum dies so ist, warum ich den Wagen als echten Tipp sehe. Wir werden den Wagen natürlich von außen anschauen, wir schauen uns die Platzverhältnisse an, wir fahren den Wagen und am Ende gibt es auch ein Fazit. Wenn euch das Ganze interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch ein Like da lasst für den Algorithmus und am Ende noch einen Kommentar, damit wir über das Video und vor allem auch über den Wagen am Ende diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Videovorstellung. Im XXL-Format prangt hier der Mercedes-Stern auf dem Vito Tourer. Hinter diesem Mercedes-Stern befindet sich auch der Sensor für die Abstandsregelung. Abstandsregelung ist jetzt auch neu mit der Modellpflege zum Modelljahr 2021. Aber woran erkennt man eigentlich, dass das ein Mercedes-Benz Vito ist und keine V-Klasse? Die V-Klasse, nur mal kurz zur Einordnung, ist das Luxus, die Luxusvariante, die der Pkw-Sparte zugeordnet ist, während der Vito Tourer der Van-Sparte zugeordnet ist, also dem Nutzfahrzeugbereich. An der Front erkennt man aber sofort die Unterschiede. Die V-Klasse hat einen riesigen Kühlergrill unten nochmal in dem Stoßfänger integriert. Hier ist das Ganze geschlossener. Serienmäßig kommt der Vito Tourer auch mit unlackiertem Kunststoff wie hier im Kühlergrill daher. Hier wurde das Ganze voll lackiert auf unserem Testwagen. Was wir hier auch auf unserem Testwagen haben, sind Voll-LED-Scheinwerfer, die ich euch wärmstens ans Herz lege. Die sind hervorragend, sind adaptiv ausgeführt, auch wenn man den Fernlichtassistenten noch dazu nimmt. Und dann wird der Gegenverkehr ausgekegelt. Das Lichtsystem ist super homogen, hat eine tolle Reichweite und macht die Nacht absolut zum Tag. Und das findet man in dieser Fahrzeugklasse so wirklich nirgends. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal oder ein weiteres Unterscheidungsmerkmal respektive für die Vito-Variante ist der unlackierte Außenspiegel hier oder das Gehäuse des Außenspiegels und dass der Blinker hier im vorderen Kotflügel untergebracht ist und nicht im Außenspiegelgehäuse. Wir haben hier 18 Zoll Leichtmetallräder in Anthrazit draufgezogen, die Aufpreiskosten. Der Vito Tourer ist 5,14 Meter lang. Es gibt noch eine Langversion, die knapp 5,40 Meter lang ist. Wir haben auch hier
zwei Schiebetüren verbaut. Optional, serienmäßig ist eine Schiebetür für den Vito Tourer. Wir haben hier auch noch diese wunderschöne Privacy-Verglasung, die ich sehr gut finde. Die steht dem Ganzen auch noch. Und dieses edlere Dunkelgrau Metallic passt auch sehr schön. Ein weiterer Punkt, auch hier, die Türgriffe sind auch aus unlackiertem Kunststoff gefertigt, sind somit auch ein wenig robuster. Ein weiteres robusteres Material hat auch interessanterweise nämlich der Schlüssel bekommen. Wenn wir uns den anschauen, der besteht eigentlich nämlich auch hier komplett aus Kunststoff und hat gar keine Chromspange wie etwa bei der Pkw-Variante. Schauen wir uns das Heck an. Und da in meinen Augen sind die Unterschiede am geringsten zur V-Klasse, außer dass wir hier eben die Schriftzüge Vito Tourer haben und hier steht 119 CDI. CDI ist ja schon längst aus dem Pkw-Bereich verschwunden, bei Nutzfahrzeugen ist das noch vorhanden. Die 119, und zwar die 19 steht nämlich für die Leistungsausbaustufe des Motors, der hier drinnen ist, also 190 PS Diesel haben wir hier und 4x4 natürlich für den permanenten Allradantrieb, der hier ebenfalls verbaut ist. Aber jetzt wollen wir dem Vito Tourer einmal hinter die Heckklappe schauen, wie viel Platz er uns bietet. Die Heckklappe öffnet in unserem Fall hier manuell. Und ich kann mit meinen 1,78 hier wirklich gut drunter stehen. Das ist auch schon echter Wetterschutz, das muss man klar sagen. Hier kann man sich aber auch mal zu zweit ganz gepflegt drunter stellen, wenn es mal kurz regnet. Oder vielleicht auch den ein oder anderen Plausch führen. Sehr schön, und das ist ja immer allen Familienvans oder ähnlichem sehr gut vorbehalten. Das ist diese extrem niedrige Türladekante hier, die wir haben, die wirklich deutlich unterhalb meines Knies liegt. Also da müssen die Gegenstände kaum hochgehoben werden. Dann geht es hier auch schön rein. Und wenn wir jetzt mal hier rein gucken, dann zunächst einmal sehen wir, dass wir hier einen Kunststoffboden haben, der hier eingelassen ist. Kein Teppichboden, so wie er jetzt eventuell hier an der Seitenverkleidung ist. Optional könnt ihr das Ganze wählen, dass ihr den auch ganz normal als klassischen Fahrzeugboden mit Teppichauslegung habt, oder ihr nehmt eben hier diesen Kunststoffboden, der halt deutlich pflegeleichter ist. Wir haben jetzt hier die Sitze auch auf Sitzschienensystemen untergebracht. Dadurch natürlich der große Vorteil, wenn ich meine Tasche hier einmal rausnehme, dass wir diese Bank hier unter anderem auch in der Länge verschieben können. Das heißt, die ist hier nach vorne und nach hinten variabel verschiebbar, je nach Platzverhältnisse. Wir können auch die Bank ausbauen. Das ist eine Zweierbank hier auf der linken Seite und ein Einzelsitz hier auf der rechten Seite. Der Einzelsitz, den haben wir mal ausgebaut, der wiegt aber schon mal so 30 bis 35 Kilo. Alleine ausbauen, da muss man schon echter Profi für sein. Ich würde das raten, zu zweit zu tun, und spätestens wenn man dann die Bank ausbauen will, die natürlich dann mindestens das Doppelte wiegt, da brauchen wir auf alle Fälle zwei Leute. Ihr könnt dann alle Sitze ausbauen, dann könnt ihr komplett den Wagen entsprechend nutzen, könnt Fahrräder reinstellen, ihr könnt ihn zum Camper nutzen oder ausbauen, oder eben hier maximal bis zu 9 Sitze kann der Vito Tourer aufnehmen. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch gleich in die Fahrgastkabine hinein, wie viel Platz denn da ist. Kommen wir nun zum Innenraum. Der Mercedes-Benz Vito hat serienmäßig eine Schiebetür, es gibt optional eine zweite Schiebetür, und wenn ihr euch das Ganze leisten möchtet als Luxus, könnt ihr sie sogar elektrisch öffnen und schließen. So, einmal mit einer guten Trittstufe kommen wir hier hinein in den Innenraum. Kommt aber jetzt erstmal hinein, ich rutsche erst einmal hier in die dritte Reihe und ganz ehrlich, ich sitze hier wirklich bequem, habe auch sogar genügend Kniefreiheit, wenn man das einmal so ein bisschen genauer betrachtet. Ich kann meine Füße sogar angenehm ausstrecken, und der Sitz hier ist auch wirklich gut ausgeformt. Und natürlich für euch Familienväter wie mich, wir haben hier auch Isofix an den Sitzen. Zwar jetzt hier an dem Einzelsitz nicht, aber hier ein Isofix und hier vorne haben wir auch noch Isofix. Also wir können auf alle Fälle 4 Kindersitze hier
via Isofix sichern. Was ich hier hinten auch habe, wir haben hier an der Seite Getränkehalter untergebracht. Die sind auch praktisch. Dann gibt es hier noch praktische Ablagefächer und eine 12 Volt Bordsteckdose. Hier oben am Himmel, das seht ihr hier am besten, haben wir auch Luftaustritte. Also das heißt, die Klimatisierung für die Fondpassagiere ist gut. Wir haben sogar Beleuchtung für die Leselampen und wir haben gedämpfte Haltegriffe sowie einen Kleiderhaken. Auch gibt es hier die Möglichkeit, dann das Trennnetz einzurichten, sowohl hier hinter der zweiten Reihe als auch vorne hinter der ersten Reihe. Dann rutsche ich einmal vor in die erste Reihe. Hier haben wir nämlich jetzt eine Zweierbank untergebracht. Wir haben hier, wie gesagt, einmal einen Einzelsitz und eine Zweierbank und wir haben hier eine Zweierbank. Der Wagen ist somit ein Siebensitzer. Wir sehen auch, dass wir hier die Lehne auch entsprechend noch variieren können, wie wir das wollen. Ich habe mehr als genügend Kniefreiheit oder aber gar Kopffreiheit ist hier en masse vorhanden. Es gibt hier auch noch eine angenehme Armauflage. Das heißt, Reisen ist hier nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene vorzüglich. Und es zeigt natürlich auch, dass der Mercedes-Benz Vito Tourer gerade für gewerblichen Personentransport bestens geeignet ist. Und ich finde, jetzt ist Zeit, dass ich mal da vorne links klettere auf die Fahrerposition. Der Fahrer thront angenehm hoch über dem Verkehrsgeschehen. Das ist genau das, was man auch als Vanfahrer möchte. Wir sitzen hier auf sehr bequem auskonturierten Sitzen. Mit einer einzigen Einschränkung für mich persönlich ist die Sitzfläche hier einfach zu kurz geraten. Die könnte gerne etwas länger sein oder einfach mit einer ausziehbaren Schenkelauflage versehen sein. So finde ich, ist das einfach ein bisschen zu kurz, das Sitzpolster. Aber angenehm straff gepolstert das Ganze. Wir haben auch eine Mittelarmlehne hier, die höhenverstellbar ist, also kann man angenehm sitzen. Und wenn wir hier die Sitzverstellung uns anschauen, wir haben sogar die Möglichkeit, das Polster hier vorne in der Höhe zu verstellen. Der Sitz kann mit per Ratschen System in der Höhe verstellt werden und es gibt hier auch noch eine Lordosenstütze. Die Lehnenverstellung übernimmt dann der Drehregler oder das Drehrad hier rechts an der Lehne. Was wir auch noch haben, hier vorne wurde von Mercedes-Benz Vans unter anderem zum Beispiel der vordere Bereich mit Teppich ausgelegt, während ja der Passagierbereich mit einem härteren Kunststoffboden ausgesetzt ist. Und wir haben hier auch noch Fußmatten, die ein robusteres Material haben, also nicht die typischen Velourmatten. Das ist auch etwas angenehmer, nutzt sich nicht so schnell ab und lässt sich auch gut reinigen. Gut, auch ebenfalls natürlich die Lenkradhöhenverstellung, die sehr weitreichend ist in Höhe und Tiefe. Also auch hier findet man schnell eine angenehme und sichere Sitzposition hinter dem Dreispeichenlenkrad. Dann schauen wir uns als nächstes einmal den Innenraum oder respektive das Cockpit hier im Mercedes-Benz Vito Tourer an. Einmal den Blick über den Armaturenträger schweifen lassen, sehen wir schon gleich. Wir befinden uns hier in einem nutzfahrzeugorientierten Pkw, der jetzt nicht viel mit der Mercedes V-Klasse zu tun hat. Hier sind die Materialien robuster ausgefertigt, sind aber dennoch wertig und gut verarbeitet vor allem. Alles wirkt sehr robust und solide. Es ist zwar Hartkunststoff, aber das ist halt das Typische. Wenn es ein Nutzfahrzeug ist, muss es auch gut abwaschbar sein und einfach auch eben entsprechend robust. Hilft aber auch uns Familienvätern durchaus, denn wir haben dann auch das Ganze leichter, die Armaturen sauber zu bekommen und auch sauber zu halten. Schauen wir uns zunächst einmal die Fahrerposition an. Wir haben ein klassisches Mercedes 3-Speichen-Lenkrad, wie wir es schon seit Jahren kennen. Hier noch ohne irgendwelche Touchfelder oder irgendwelche Drehrädchen. Wir haben auch ein klassisches Rundinstrument, Kombi-Instrument. Wenn wir da einmal das Ganze zum Leben erwecken, dann sehen wir, das sind wirklich ja, super übersichtliche Anzeigen und da stelle ich mir dann doch immer wieder die Frage, braucht es da wirklich ein digitales Cockpit, wie etwa in der V-Klasse? Ich persönlich finde nicht, denn ich habe hier wirklich alle Informationen sofort sichtbar und fühle mich da einfach auch wirklich gut zu Hause. In der Mitte gibt es noch ein Bordcomputer-Menü, monochrom wohlgemerkt.
Das können wir dann hier einfach entsprechend mit dem Multifunktionslenkrad durchblättern. Wir können auch verschiedene andere Optionen wie zum Beispiel Navi, Audio, Telefon oder eben die Assistenten- bzw. Serviceeinstellungen vornehmen oder Gesamteinstellungen am Fahrzeug. Also wirklich so, wie man es einfach vom Mercedes PKW bereits auch kannte. Wir haben auch hinter dem Lenkrad verschiedene Hebel. Der linke Hebel hier ist für Blinker und Wischer zuständig. Das ist ein Drehen, um dann den Wischer zu aktivieren, oder hier in der Mitte für die Heckscheibenwischer und wie gesagt entweder Fernlicht oder Lichthupe gibt es dann auch noch. Darunter befindet sich dann der Tempomathebel und wohlgemerkt hier auch, und das ist die Besonderheit, zum Modelljahr 2021 gibt es jetzt einen Abstandsregeltempomat, die Distronic, die das ganze Reisen nochmal angenehmer und sicherer macht. Dahinter der Lenkstockhebel hier rechts ist dann für die Steuerung des Automatikgetriebes auch neu. Es gibt jetzt eine 9G-Wandlerautomatik, also 9-Gang-Wandlerautomatik statt der bisherigen 7G-Tronic. Die 9G arbeitet einfach nochmal deutlich angenehmer und harmonischer mit dem Antrieb. Dann haben wir, und das ist klassisch Nutzfahrzeug, hier viele Ablagefächer, die durchaus praktisch sind. Wir haben hier einen Cupholder, wir haben hier oben noch ein Ablagefach in der Mitte und auch rechts ein Ablagefach. Dann die Mittelkonsole, auch hier wieder typisch Nutzfahrzeug. Wir haben jetzt hier keine Chromringe oder ähnliches darum, sondern alles schwarzer anthraziter Kunststoff. Hier die Verstellmöglichkeit der Lüftungsdüsen. Ich finde aber sehr schön, dass dieses Navigationsmodul oder der Monitor hier schön in diesen Armaturenträger eingepasst ist. Das ist kein freistehendes Display, sondern wirkt ganz gut. Ja, es ist verhältnismäßig klein gegenüber den PKW-Systemen, aber in meinen Augen auch völlig ausreichend. Hier die Direktwahltasten finde ich auch sehr gut, dass wir nicht über Touch arbeiten müssen. Das Bedienen Logik ist typisch Mercedes-Benz, kennen wir so auch, und es gibt hier auch die Möglichkeit, immer noch über Touch verschiedene Sachen zu wählen. Wir sehen auch hier Apple CarPlay oder Android Auto können hier genutzt werden. Kommen wir zurück zum Homebildschirm, und hier unten haben wir dann die Fahrassistenzsysteme, können hier abgerufen werden, unter anderem hier die Möglichkeit, das Getriebe und die Motoransprechung auf Dynamik zu stellen, die Traktionskontrolle auszuschalten. Hier ist die Warnblinktaste. Ich finde ein bisschen schade, dass die Anthrazit ist. Die könnte auch durchaus rot sein. Sie ist zwar rot eigentlich, aber irgendwie so richtig auffallend tut sie nicht. Dann die Start-Stopp-Funktion. Und darunter haben wir eine Klimaanlage hier verbaut, eine manuelle, die wir hier auch entsprechend in 0,5 Schritten für die Lüftung einstellen können. Ich finde das auch hier vielleicht ein bisschen schade. Das könnte ein bisschen wertiger sein für einen Mercedes, finde ich persönlich. Aber es gibt auch noch eine Klimaautomatik, die dann wirklich mit Chromreglern auch nochmal schöner ausschaut, auch mit Display. Hier haben wir zwei USB-Anschlüsse, einmal für das Smartphone zum Connecten für Apple CarPlay und Android Auto und eine Ladebuchse. Zwei kleine Ablagefächer haben wir hier. Darunter sehen wir auch schon hier ein sehr, sehr großes Ablagefach. Da kann man eigentlich alles Mögliche, was man so tagsüber braucht, im Auto da reinschmeißen. Ob jetzt Gesichtsmaske oder aber eben Taschentücher oder sonstiges, das passt hier wunderbar rein. Wir haben auch noch eine weitere Stromversorgung hier mit einer 12-Volt-Buchse. Der Mitteltunnel hier ist komplett frei, also da gibt es nichts. Wir haben auch keine Handbremshebel hier untergebracht, denn der ist wie Mercedes typisch auf der linken Seite. Das ist eine manuelle Parkbremse, die wird mit einer manuellen Fußtrittbremse einfach festgebremst und dann über den Hebel, wie man es kennt, klassisch gelöst. Das ist auch schon seit Jahrzehnten bei Mercedes so gelöst und ist einfach auch klassisch und wirklich praktisch. Da braucht es meiner Meinung nach auch keine elektrische Handbremse. Dann haben wir noch ein Handschuhfach. Ich finde ausreichende Größe, könnte aber für so ein Fahrzeug durchaus etwas größer sein. Dafür haben wir aber große Türtaschen. Da passt dann auch eine 1,5 Liter PET-Flasche rein und allen möglicher Schnickschnack. Zum Beispiel bis zu 6 Warnwesten habe ich jetzt hier in einer Tür drinnen. Also auch hier wirklich immer alles sehr praktisch durchdacht
und clever. Die Rundumsicht wirklich gut. Wir haben eine große Windschutzscheibe, wir haben große Fensterflächen. Also wir können uns hier wirklich mit dem Auto ganz gut auch im Stadtverkehr bewegen. Oben haben wir zwar kein Glasdach, gibt es aber optional hier. Wir haben eine Dachkonsole noch, die auch sehr schön beleuchtet ist, wie ich finde. Da sind sogar LEDs drinnen. Also das macht dann schon einen durchaus hochwertigen und guten Eindruck. Und ich würde mal sagen, jetzt schauen wir mal, was unter der Motorhaube hier beim Mercedes-Benz Vito Tourer steckt. Schauen wir unter die Motorhaube hier des Vito Tourer. Die Motorhaube müssen wir mit einem Stab befestigen. Hätte ich mir persönlich einen Haubenlifter gewünscht, aber gut. Schauen wir hier in den Motorraum, was haben wir hier verbaut? Ein Triebwerk, und zwar OM654 genannt. Dahinter verbirgt sich ein 2 Liter Vierzylinder Turbo Diesel mit 140 kW, respektive also 190 PS und 440 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Gekoppelt ist das Ganze an ein 9-Stufen Automatikgetriebe, was jetzt frisch mit der Modellpflege 2021 Einzug gehalten hat. Der Motor arbeitet unheimlich ruhig, vibrationsfrei, zieht wunderbar durch, trotz des hohen Gewichts von deutlich über 2 Tonnen. Insgesamt die 9-Gang-Automatik sorgt für ein sehr niedriges Drehzahlniveau. Maximal 199 Stundenkilometer ist der Vito Tourer 119 CDI mit Allrad schnell unterwegs. Auf der Autobahn liegt er auch sehr, sehr ruhig. Beim Verbrauch, da habe ich den Wagen auch auf die Verbrauchsrunde geschickt. Schaut einfach mal da auf das Video, was dabei rumgekommen ist. Im Alltag bin ich den Wagen jetzt mit rund 8 Litern gefahren. Finde ich für so ein Fahrzeug einen durchaus guten Wert. Und wenn wir schon übers Fahren reden, dann würde ich sagen, rein und auf die Straße und klären, wie er sich fährt. Das Reisen mit dem Mercedes-Benz Vito ist ein äußerst angenehmes. Das Fahrwerk hier als Stahlfahrwerk gibt es auch optional als Airmatic jetzt seit Modelljahr 21. Also für die, die noch mehr Komfort suchen, sicherlich die erste Wahl. Hier aber dieses Stahlfederfahrwerk macht einen richtig guten Eindruck, sehr harmonisch abgestimmt. Unheimlich komfortabel bereits jetzt, selbst im unbeladenen Zustand. Also da werden Querfugen und Fahrbahnunebenheiten sehr gut herausgefiltert. Auch die Akustik hier im Innenraum ist sehr, sehr gut. Also man dämmt wirklich die Antriebs- und Fahrgeräusche richtig gut heraus. Somit liegt der Wagen auch angenehm auf der Straße, ist sehr handlich durch eine sehr leichtgängige Lenkung. Man kann ihn auch gut manövrieren. Wir haben eine wunderbare Rückfahrkamera, die sehr toll aufgelöst ist. Die Außenspiegel sind mir persönlich ein Stück zu weit unten montiert. Die müssten eher ein bisschen höher sein, dass man da noch ein bisschen besser einen Überblick bekommt. Gerade im Stadtverkehr, finde ich, wäre das noch wünschenswert. Von der Größe her passen sie aber, auch der Innenspiegel liegt gut im Sichtfeld. Ebenfalls sehr angenehm, auch die Lenkung sehr leichtgängig, hat aber auch genügend Rückmeldung von der Straße, sodass man sich auch auf kurvigen Landstraßen sicher und gut aufgehoben fühlt. In der Stadt sorgt das Ganze dafür, dass man den Vito sehr leicht irgendwo manövrieren kann. Man kann wunderbar wenden, der Wendekreis ist angenehm niedrig und die 5,14 Meter wirken gar nicht so riesig, selbst im Stadtverkehr, denn es gibt auch alle möglichen Assistenzsysteme, die das Fahren durchaus erleichtern und sicherer machen. So gibt es nun eben jetzt im Modelljahr 2021 eine aktive Abstandsregelung, also ein Update Distronic. Dann gibt es einen Spurhalteassistenten, es gibt den Tote-Winkel-Warner und auch einen Einparkassistenten, der dann natürlich hilft, 5,14 Meter sicher und zuverlässig in Parklücken zu manövrieren. Der Motor macht seine Sache richtig gut, ist durchzugsstark, sorgt auch wirklich für genügend Zugkraft. 2,5 Tonnen können eben maximal an den Anhängerkupplung, die optional erhältlich ist,
hangen werden und damit auch trotz Allradantrieb oder dank Allradantrieb besser gesagt, zieht er dann auch mal den schweren Anhänger von einer feuchten Wiese locker runter. Bodenfreiheit gibt es auch noch ausreichend für solche Ausflüge, sage ich jetzt einfach mal, in die Natur. Für Camperausbau ist das natürlich auch eine Möglichkeit, denn da hilft der Allrad unheimlich, macht das Ganze auch sehr angenehm, wenn man denn freistehen möchte. Die Neungang-Wandlerautomatik, die jetzt verbaut ist hier im Vito Tourer, kennen wir so auch schon aus den Pkw-Modellen. Die arbeitet sehr, sehr wach und auch verschliffen. Das heißt also, wir haben wirklich weiche Schaltvorgänge, kaum spürbar. Die Spreizung ist wirklich gut gelungen, sorgt auch dafür, dass man eben ein sehr angenehmes, niedriges Drehzahlniveau hat. So bummeln wir jetzt mit über 80 mit ungefähr 1400 Umdrehungen gerade mal dahin. Sorgt natürlich auch dafür, dass der Spritkonsum gering bleibt. Eingangs hatte ich gesagt, dass der Mercedes-Benz Vito Tourer ein echter Geheimtipp ist. Und das ist auch so. Warum? Ganz einfach. Schauen wir doch mal so ein bisschen auf die Preisdifferenz. Der Vito gegenüber der V-Klasse liegt ungefähr gut 10.000 Euro auf alle Fälle drunter, wenn nicht sogar deutlich mehr, wenn man sie ein bisschen ähnlicher ausstattet. Ja, sie sind nicht direkt miteinander vergleichbar, weil die V-Klasse merklich mehr Luxus bietet, bisschen feinere Materialien und der Vito halt einfach ein bisschen der robustere Kerl ist. Aber okay, das muss man für sich entscheiden, was man eher möchte. Anzug oder eben so ein bisschen Arbeitsklamotte. Ich finde aber, die Arbeitsklamotte hier in dem Fall hat auch das Zeug dazu, auch mal damit vor die Oper zu fahren. Und wenn wir dann einfach mal schauen, was kostet denn der Vito Tourer, so wie er hier steht? 60.200 Euro sind es gerundet. Und da muss ich dann doch wieder sagen, hey, 60.000 Euro, was war denn da? Moment, Ford Tourneo Custom oder Citroën Space Tourer, Peugeot Traveler, Opel Zafira Live, Toyota Pro Ace, hey, die kosten ja alle ungefähr so viel. Und was macht den Mercedes jetzt eigentlich zum glänzenden Stern quasi unter diesen Großraumlimousinen? Das ist unter anderem der Antrieb hier. Der 2 Liter Turbodiesel arbeitet so hervorragend, ruhig, kraftvoll, effizient mit der 9 Stufen Wandlerautomatik. Ein richtig erwachsenes, tolles Paket, was mehr Pkw ist als Nutzfahrzeug, was man bei den anderen eher nicht so sagen kann, da ist mehr der Nutzfahrzeugcharakter deutlicher hervorgehoben. Auch diese wunderbaren, hervorragenden LED-Scheinwerfer, die Mercedes bietet, sorgen nicht nur für mehr Licht, sondern auch eben für mehr Sicherheit im Alltag. Der Vito Tourer ist auch natürlich für den gewerblichen Personentransport eher gedacht, also als Taxi. Und als Taxi muss man ja schon ordentliche Nehmerqualitäten mitbringen, da man da wirklich viele Kilometer abgespult werden und das Fahrzeug nicht gerade geschont wird. Und das sorgt ja dann auch wieder für eine gewisse Art von Zuverlässigkeit und auch Sicherheit in der Planung, wenn man den Wagen sich denn zu Hause vor die Garage stellt. Jetzt seid ihr aber dran, schreibt mir mal eure Erfahrungen zum Mercedes-Benz Vito Tourer unten in die Kommentarbox und vielleicht auch, ob wir uns die V-Klasse doch noch mal genauer anschauen sollen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt ein wenig diskutieren können. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann ist dafür jetzt auf alle Fälle noch Zeit, auch für ein Like. Ich sage vielen Dank fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.